nächstes Mal wieder. 20.000. Auf ihn. Ist in richtig guter Stimmung. In der richtigen Stimmung, aha. Wecken wir ihn mal auf, umschauen. 63, da können wir auch nichts machen. So, alles säubern. Also, Seide, Seide, Seide. Alles sehr schön. Hier gerichtet. Und wir sparen jetzt Geld. Wir müssen Geld sparen. Gerüchteküche habe ich. 79.000, ja, wie wir eben schon festgestellt haben. In einer dunklen Spelunke wo bekommen sie von einem Fremden eine Schatzkarte, wobei er nur noch die Worte irgendwo in der Nähe von Eleutera murmelt. Wollen sie den Schatz suchen? Ja. Kostet die 2.500. Naja, das ist ja nix. Vollkotzer. Oh, jetzt geht's los. Jetzt will er mich vollkotzen. Und dann natürlich auch noch gleich mal... Halt ihn auf, halt ihn aus. Sehr gut. Clotaldo wird wieder Tombola-König. Jetzt Smaragdschüssel. Hier wird das Smaragdschüssel. Hm. Ein Fäkal-Marodeur. Hier wieder alles richten. Statistiken. Wie sieht es hier aus? Ausstattung ist bei mir besser. Gäste sind bei mir auch besser. Das ist ausgeglichen. Mein Rang ist besser. Funktion. Und Sauberkeit. Wie jetzt? Ach, wegen meiner Preise, ja? Stimmt das sein? Hm, aber das sind ja schon sehr gute Preise hier. Wenn ich jetzt noch höher gehe, teste mal hier 6 Euro. Ich probiere mal 6 Euro und Nerz. Beziehungsweise, das mache ich hier. 6 Euro und Nerz. Ist alles sauber. 6 Euro Nerz hat sich erwiesen als nicht so gut. Okay. Gerüchte über... Ah, Mist, das habe ich nicht gemacht. Ich hätte... Das ist Mist. Shit. Shit, shit, shit. Ja, Keramikschüssel, kannst du haben. Hier. Hier ist noch ein paar Gerüche von mir. Gerade in der richtigen Stimmung. Okay. Achso, oh. Ziel wählen. Natürlich. Umschauen. Hm, 52. Da wird er auch nicht viel machen können. Alles richten. 220.000. Also, gehen wir wieder zurück auf Seide. Eine Smaragdschüssel. Komm, machen wir 2 Smaragdschüsseln. So, jetzt sind beide oder alle vornehm mit unserer besten Ausstattung. Jetzt habe ich 100.000 nur noch. Wir haben auf ihn gelabert. Gerichtet ist alles. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Er kotzt mich bestimmt gleich wieder voll. Und kein großartiger Neugewinn. Nein, das liegt daran, dass er Gerüchte verbreitet hat. Ein Bürgerverein macht für die schlechte Luft in, macht sie für die schlechte Luft im Viertel verantwortlich und verlangt als Entschädigung 43.000. Oh Mann. Yes! 5.000 bezahlt und alle Kosten gehen zum Gegner. Er hat eine höhere Spülung. Okay. Okay, Mr. Methan. Ja, alles noch okay. Ich bin das Rundenschwein, warum? Ich doch immer alles hier. 4.300. Alles auf 5. Okay. So, dieser Schweinehund. Wir müssen auf jeden Fall seine Gerüchte weiterhin in die Welt setzen.
Ist gut gelaunt, das bringt uns leider nichts. Ich könnte was forschen. 50.000, wenn das in die Hose geht. 50.000, das ist schon ein Drittel, das ist noch nicht... Ja, das ist... Da warten wir noch, wir warten. Wir warten. Gut Ding will Weile haben, oder wie war das? So, jetzt geht's aber schon richtig rund. Fast 100.000 pro Runde. Merkwürdig aussehende alte Frau. Sie liest ihnen Handfläche und rät ihnen, beim Hunderennen auf Knecht Ruprecht zu setzen. Ich steig ein. Ich setze 40.000. Ah, und ich habe alles verloren. Okay. Gerüchte über uns. 107.000. Super. Er hat nur 7.000. Das ist richtig gut von Vorteil. Das heißt, wir können, wenn wir es weitermachen... oh shit. Er hat eine Smaragdschüssel gekriegt. Scheiße. Wir können auf jeden Fall dadurch eher uns eine neue Parzelle leisten, wenn er nicht... Oder ich muss gleich mal gucken, hat er sich vielleicht schon eine Parzelle geholt? Nein. Er hat immer noch diese hier, die er wahrscheinlich auch immer pflegt. Ist nicht so gut gelaunt. Schauen wir uns mal um. Ziel wählen. Udo Übel, hau rein, Digga! Das ist so heftig, das Spiel. So, umschauen. Oh ja. Ding Dong! Der hat richtig gut getroffen. Er hat richtig gut getroffen. Auf Wiedersehen! Viermal so und weg ist es. Das haben wir ja in der letzten Folge schon gesehen. Oder vorletzten Folge, ich weiß nicht, wie lange ich hier gerade aufnehme. Auf Wiedersehen! Du Trottel! Sehr schön. Okay, Karte hier rein. Nochmal auf alles richten klicken. Nicht, dass es uns genauso ergeht. Okay, das haben wir gemacht. 63.000, ja, natürlich. Rollenverteiler. Ja, wenn man weniger Geld einnimmt, dann wird man auch degradiert. So, und im Prinzip kann ich jetzt alles gebrauchen. Oder auch nichts, einfach Geld, 10.000. Ja, Goldschlüssel. Dann mal schnell hier sauber machen. Ah, herzlichen Flughafen geschnappt. Weil er natürlich Geld über hat. Wenn du eine Parzelle verlierst, das hatten wir ja auch, dann kriegst du das Geld wieder, oder zumindest teilweise. Aber er verliert seine Einrichtung, die er hier verwendet hat. Das ist natürlich für ihn zum Nachteil. 183.000. So, wieder ein bisschen Gerüchte. Ist nicht so gut gelaunt. Und das ist natürlich hier schlecht. Wenn er den Flughafen nimmt, hat er ein bisschen Vorteil. Ich glaube, dort funktionieren diese Gerüchte und so nicht so gut. Oder Anschläge oder so. Weil da am Flughafen ist natürlich mehr Security oder so, nicht? Das muss man ja bedenken. So. Sehr schön. Das kriegen wir hin. Wir machen ihn fertig. Yay! Alles her damit. Alles her! Ich glaube, wir können ihn jetzt schlagen. Wir haben auf jeden Fall eine gute Position. Keramikschüssel. Alles sauber machen. Zack. Und bald können wir uns eine neue Parzelle leisten. 248.000. Und weiter. Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Es sind zwar 20.000, die ich nicht habe, aber die auch er nicht hat. Ich verliere 20.000 und er verliert auch irgendwas. Okay. Ist sehr gut gelaunt. Alles klar. 89.000. Ein paar Runden sind es noch, die wir hier brauchen. Das heißt, ich könnte gleich mal... Ah, geht ja noch die Tombola. Vielleicht gleich noch eine Smaragdschüssel. Komm, Baby, gib's mir, gib's mir. Okay, keine Smaragdschüssel. Das ist gut. Metallschüssel. Jo. Wir gehen forschen. Eine neue Brille. Oder neue Spülung. Neue Spülung. Komm, eine Spülung. Ja. Forschen. Go, go, go! Ah, es war klar. Das heißt, diese Runde ist für den Arsch sozusagen. Hier ist das echt so cool bei diesem Spiel. Ja. Okay, hier nochmal kurz alles richten. Vergessen wir nicht, die Gerüchte zu verteilen. Oh, ist gerade in der richtigen Stimmung. Das ist gut. Wir schauen uns mal um.
könnte Geld kosten für ihn. Udo, du machst es. Udo! Kotz dich voll. Ja! Sehr gut. Umschauen. Ach, ja. Ding dong. Jetzt kriegt er mal das zu spüren, was uns in der letzten Runde gegeben hat, Mann. Du Gemeiner. Jetzt machen wir fertig. Gib ihm. So, das hat er verloren. Da ist alles gerichtet. Genau, und wir haben auch hier Budget. Sehr gut, 92.000. Jetzt ein bisschen mal Gas geben. Geld sammeln. Vollkotz in ihre Parzelle. Jetzt macht dasselbe mit uns. Woher hat er das Geld? Kurt, das kostet 10.000. Der hat keine gute Chance. Jo, wurde erwischt. Clotaldo! Mann, oh Mann, bin ich gut drauf. Es funktioniert. Teilschlüssel, ja. Hurra. Und ich werde jetzt kein Geld verschwenden in der Forschung, sondern... Bull, ja. Er hätte gar keine Dings, ne? Keine Parzelle. Doch. Hier direkt neben mir, der Sack. Junge, machst du nicht normal. Gerade in der richtigen Stimmung. Aber wir sparen unser Geld. Habe ich das gerichtet? War das so? Jo, sehr gut. Rollenverwalter! Juhu! Und nochmal die Tombola. Komm, Baby, gib's ihm! Okay. Juhu. Alles wieder richten. Oh Mann, ich möchte endlich diese nächsten Sachen haben. Und wieder Gerüchte verteilen, dass er kaum Geld einnimmt. Gerade in der richtigen Stimmung. Ein bisschen Geld brauchen wir. Komm. Zieh durch. Klosekretär. Mann, ey. Immer wieder hin und her. Jetzt kriegen wir auch noch Gerüchte. Das gibt's ja nicht. Einfach Geld rein. Komm. 10.000. Oder Smaragd. Na. So ein Mist. So, das hier möchte ich gerne haben. 656.000. Sind nur noch 300.000. Das heißt, in 4 Runden oder so können wir uns das leisten. Ja. Ja, nee. Fertig. 68.000. Meine Güte. Gerüchte, ja. Jetzt will er uns auch das Geld aus der Tasche ziehen. Aber wir sehen, er hat null. Er hat nichts. Das heißt, wir haben bald hier die zweite Parzelle. Das soll Drogenhandel blühen. Sehr cool. Komm, wir schaffen das. Also die zweite Parzelle hier wenigstens noch zu holen. So, hier wieder alles richten. Damit ja nicht sonst was hier vorbeikommen kann. 20.000 haben wir raus. Also das war eine gute Taktik, dass ich von Anfang an ihn schlecht geredet habe. Das war sehr gut. Methan macht seinen Zug und jetzt wieder irgendwelche Gerüchte. Entwickelt nochmal eine höhere Klobrille. Wie macht er das denn? Er hat doch gar kein Geld. Ja, 40.000 oder so hat er eingesetzt und kriegt das Ding auch. Mann. Ein Backenfänger. Du fängst auch gleich was mit deinen Backen. So, hier alles wieder richten. Sehr gut. Gleich haben wir es, Freunde. Ordnungsamt ist zu gut drauf, das lohnt sich da nicht. Und außerdem wollen wir auch ein bisschen Geld sparen. Wir wollen doch hier endlich unsere verdammte zweite Spelunke haben. Juhu, ich werde wieder befördert. Vollkotzer. Oh Mann, ey, kein. Bitte nicht. Welcher ist es? Bert. Brechbert. Mm, das ist der zweite. Hallo. Ja. Tschüss. Ah, das ist doch... Oh, nein.